mein Name ist Tom Heinzle und mein Beruf ist Grillen. Wir sind hier bei mir im Garten, in meiner Outdoor-Küche. Wir haben hier verschiedene Grills stehen, natürlich auch einen Outdoor-Chef. Und das ist so meine Spielwiese über das ganze Jahr. Wenn man mich sucht, findet man mich hier in der Outdoor-Küche. Sauber! Was wir ganz hier machen, ist ein Frühling. Ein gutes Ribeye-Steak mit Spargel, geräucherter Butter und so Chimichurri aus Bernau. Butter räuchern, Rauchbutter. Wichtig ist natürlich, der Grill muss ziemlich kalt sein. Ich habe jetzt da drin Whisky. Von den ganzen Holzaromen finde ich das Whiskyholz am interessantesten, weil es hat so einen süßlichen Rauch. Das finde ich wahnsinnig toll. Zum Zweiten spüre ich so leichte Vanille-Dörpflaumen-Note in die Richtung, wo halt der Whisky, bei den meisten sowieso so alte Pottweinfässer gelagert werden, spüre der angenehme Rauch, da so Vanille-zimtige Noten so drin sind. Das finde ich ein wahnsinnig angenehmer Rauch. Nebst natürlich normaler Obstholzsorte. Die Butter ist jetzt eigentlich fürs Gemüse und oft auch für ein Dessert. Und dort muss man aufpassen, dass man keinen zu harten Rauch hat. Weil wenn zu viel Rauch ist, schmeckt es zu rauchig. Das schmeckt den meisten Leuten nicht, weil viele Leute mögen kein rauchiges Essen. Aber wenn man es geschickt einsetzt, kann Rauch auch Würze sein. Die Butter lasse ich jetzt so circa 10 Minuten drin, dass es schön Farbe bekommt. Aber wichtig ist, der Grill muss abgekühlt sein. Die Butter sollte nicht zu stark schmelzen. Die rauchige Butter als Unterlage gibt wahnsinnig viel Geschmack. Butter ist klar, ist fett und auch als Rauch, der Rauch dabei hat, habe ich eine super tolle Kombination. Aber die ist jetzt rauchige Butter. Die nimmt den schönen Raucharomen an. Jetzt rüsten wir ganz schnell diesen Dual Chef um auf Blazing Glass. Das ist eine ganz einfache Sache, weil ich habe erstens hier habe ich meinen Seitenbrenner, den Hochleistungsbrenner. Da nehme ich den Rost runter und sehr, sehr praktisch beim Dual Chef habe ich unter hier auf dieser Seite das ganze Zubehör verstaut. Jetzt holen wir den Halter raus für das Blazing Glass. Grillrost kommt rein, Halter kommt drauf. Tada. Jetzt Blazing Glass rauf, jetzt sind wir bereit für Hochleistungsgrillen. Jetzt haben wir die rauchige Butter. Kräuterbutter war gestern. Jetzt stelle ich mal den Grill ein auf indirekte Hitze, weil jetzt wird gleich das Steak hier gebrandet. Bei hoher Hitze will ich es hier in der indirekten Hitze nachziehen lassen. Darum werde ich jetzt nur diesen Bereich des Grills aufheizen und hier lasse ich die Brenner kalt, dass ich so eine Temperatur von 140, 150 Grad erreiche. Starter mal an. Jetzt heizen wir uns den Sideburner mit dem Blazing Glass auf. Das ist der Kollege hier. Zwischenzeitlich können wir die Spargel putzen. Ich tue hinter das holzige Ende einfach mal weg. Und warum verwende ich einen grünen Spargel? Weil ich den nicht schälen muss. Und der grüne Spargel geht ja wahnsinnig schnell beim Grillen. Der geht wie der Blitz. Darum nehme ich gerne den grünen Spargel, weil er passt natürlich in Kombination besser zu einer Rauchbutter, weil er ein leichter, nussiges Aroma hat. Das gibt natürlich einem Steak viel, viel mehr als wie ein weißer Spargel. Machen wir uns das Steak bereit. Jetzt wird das so leicht eingehüllt. Ich habe hier ein gutes Olivenöl. Und da habe ich keine Angst, dass es verbrennen kann. Es zieht so gut rein und Olivenöl verträgt schon Hitze. Okay, jetzt gehen wir rüber auf das Blazing Glass. Was wir auch gleich mitnehmen, ist der Kerntemperaturmesser. Oh, das ist aber dickes. 700 Gramm. Das ist ein Ribeye-Steak vom österreichischen Calvin, schön marmoriert. Calvin in Deutschland Ferse. Ah, jetzt machen wir eine schöne Kruste noch, dann lassen wir es genau auf 54 Grad ziehen. Wir hätten gerne 54 Grad. Einstellung vom Ofen machen wir auch noch. 145 bis 150 Grad wäre ideal, zum so Fleisch ziehen lassen.
Ist das eine schöne Kruste? Nehmen wir das Kreuz etwas. Nochmal drauf. Das ist ein massives Stück Fleisch, das hat 750 Gramm. Das darf schon eine schöne Kruste kriegen. Muss es. Bläsenglas gleich Lieblingsspielzeug geworden. Weil ich finde das wahnsinnig toll, dass das Fett nicht runtertropft in diesen Hochleistungsbrenner. Und ich komme Teppbrand kriegen. Und ich habe schöne, vollflächige Röstaromen. Und das ist bei so einem richtig hochwertigen Steak sehr, sehr wichtig. Die Zeit ist reif, dass wir es jetzt da in die indirekte Sonne legen. Ich nehme jetzt das wunderbar schön krustige, gegrillte Stück Fleisch und lege es hierher. Weil hier habe ich indirekte Hitze. Die Brenner hier, die laufen nicht. Es laufen nur die Brenner hier drüben. So kann ich es ganz ruhig bei indirekter Hitze auf dem perfekten Gargrad nachziehen lassen. Jetzt setze ich mal das Kerntemperaturmesser. Und wir sehen, wir haben jetzt eine Kerntemperatur von 33 Grad schon. Ich habe so einen Platz, wo ich immer mit meinem Vater als Kind Bärlauchsammler gegangen bin. Und ich ging nie an einen anderen Ort. Da bin ich mit meinen Kindern hingegangen. Und dann kam mir eine Idee, dass wo er geblüht hat, habe ich ein paar Knospen abgerissen und habe die da gestreut. Und jetzt wird das jedes Jahr mehr. Und ich habe hier eigentlich als erstes Bärlauch. Der steht jetzt schon seit 3 Wochen. Und der wird jedes Jahr wird das Feld da größer. Und das reicht genau für uns, weil wir den Bärlauch nur den verwenden, wenn er Saison hat. Die machen nicht irgendwie Pest oder was draus und machen haltbar. Nee. Solange er da ist, nehmen. Und wenn er weg ist, dann erwarte er aufs nächste Jahr. Für mich ist das so eine Besonderheit im Frühling. Wenn die erste Spargel kommt, die erste Erdbeere, Bärlauch, das ist so ein Frühlingsbeginn. Oder Knödel mit Bärlauch. So habe ich meinen eigenen Bärlauch im Garten stehen. Ach, super schön. Das ist er. Toms Bärlauch. Ein eigenes Feld. Wer hat das schon gesagt? Wir machen so eine Art Chimichurri, aber nur angelehnt. Also Chimichurri, es ist einfach nur grün. Man kann sagen Mojo Verde oder Chimichurri. Dazu nehmen wir grüne Paprika. Die werden da sauber auseinandergeschnitten, in feine Streifen geschnitten, für eine scharfe Messer. Ich bin ein Fan von kleinen Würfeln. Und da braucht man schon ein bisschen Übung dazu. Und die Leute, die dann sagen, hey, ich will mitarbeiten, und wenn ich denen da 2 Kilo Paprika hinwerfe und sage, ich brauche kleine Würfel, dann hassen sie mich. Und da meinen sie auch immer, die Leute, sie müssen schnell sein. Müssen sie nicht. Ich mache das jeden Tag. Wichtig ist, dass die Würfel eine vernünftige Größe haben. Da machen wir so 1-2 Paprikaschoten. Und ich mache das so gern. Für mich ist es so Erholung, wenn ich zu Hause mal für meine Familie koche oder grille. Dann mache ich immer so ein schönes Mise en place. Und ich habe so Freude, wenn das dann schön ausschaut. Für mich sehr, sehr wichtig. Ich verwende hier Spitzpaprika, weil der nicht groß behandelt wird. Der wird nicht gegrillt und geschält. Der hat halt eine viel dünnere Wandstärke. Der ist sehr, sehr angenehm zum Essen im rohen Zustand. Der normale Paprika ist um einiges dicker. Darum verwende ich gerne die Spitzpaprikas. Jetzt kommt der Bärlauch dazu. Ah, da kann man den schön durch. Das riecht unheimlich nach Knoblauch, nach Grün. Ich finde das so herrlich. Aber ich mag den Bärlauch nur in der Zeit, wo er wirklich wächst. Kommt das da dazu? Olivenöl. Und nochmal Olivenöl. Und noch etwas Olivenöl. Dann habe ich hier ein vegetarisches Grillgewürz. Das hat Salz drin, das hat etwas Thymian, Oregano, Tomatenflocken. Und das gibt mir einen richtigen schönen Geschmack da in das Ganze rein. Und mische das durch. Und zum Schluss gebe ich dann noch etwas flüssige Rauchbutter dazu. Das lasse ich etwas ziehen. Das ist es. Schön. Ihr seht, er ist leicht ölig. Das ist ja bewusst. Nach dem Kochen wasche ich den, aber nur mit Wasser und mit einer Kunststoffbürste. Und dann wird er getrocknet und dann kommt Olivenöl rein und dann lege ich so ein Küchentuch rein, wo sich mit dem Öl aufsaugt. Und so bleibt er auch bei mir draußen im Freien immer rostfrei und sauber. Turbine starten. Jetzt haben wir da etwas Butter. Jetzt bringen wir den Pfeffer zum Schmelzen und dann kommt hier der Spargel rein.
wir gleich den Spargel und schön braune Butter schauen wir das an. Etwas Parmesan über den Spargel. Und jetzt geht's das Fleisch. Knochen ablösen. Grad. Sind wir auch nicht gleich bei der braunen Butter. Etwas Salz. Frühlingsgruß. Also alles dabei, was der Frühling bringt. Spargel, Bärlauch, frische, fruchtig, ein schönes Stück Fleisch, was will man mehr. Ist schon ein Rezept, das im Frühling funktioniert so. Guten Appetit. Danke. Sehr gut.